Hallo zusammen, ich bin Inessa. Danke, dass ihr da seid auf meinem Kanal. Und heute wollte ich euch meine fertigen Diamond Painting Sachen zeigen und einen neuen Prozess, was ich schon angefangen habe. Ja, erstmal zu meinen fertigen Bildern. Hier auf dem Tisch könnt ihr sehen, so hier kleine Bildchen. Ja, das sind meine Weihnachtskarten, die ich bei AliExpress bestellt habe, habe sie schon bekommen, hatte ich auch schon so ein Video dafür und jetzt habe ich sie fertig. Ja, die wollte ich euch zeigen. Hier auf dem Tisch erstmal könnt ihr die ganzen Kristallen sehen, das sind die ganzen Steinchen, was alles übrig geblieben ist. Das sind auch die ganzen Kristallen von allen vier Karten, habe sie so zusammengelegt, dass ihr gleich seht. Das ist schon viel, weil ich finde, es ist richtig viel übrig geblieben. So die grünen, die roten, die goldenen, die silbernen ganz viel und die Sterne. Also wirklich von allem ist was übrig geblieben. Die haben wirklich viel dazu gegeben. Und da sind die vier Umschläge und da liegen meine Weihnachtskarten. Die zeige ich euch gleich. So, die erste Weihnachtskarte. Was ist denn das? Und das ist so ein Weihnachtsmann. Genau, so ein richtig hübscher, bunter Weihnachtsmann. Also diese Weihnachtskarte ist irgendwie mega feierlich, mega weihnachtlich und wirklich so farbenfroh. Sie glänzt so richtig schön und bei dieser Karte gab es am meisten Steinchen. Also quasi, ja, so drin habe ich da nichts gemacht. Alles so, wie das war. Und hier, es gibt auch ganz viele Farben. Es gibt auch Silber und Grün und Gelb und Rot. Hier kann man alle Farben sehen. Alles Mögliche ist mit dabei. So eine richtig, richtig bunte Weihnachtskarte. Finde ich sehr hübsch, sehr schön geworden. Dieser Rahmen, was ringsherum geht, mit so goldenen, silbernen Steinchen und Runden und Kristallen und Sternchen drin. Diesen Rahmen kann man in allen Karten sehen. Und jetzt kommt die zweite, ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum. Es sieht auch richtig hübsch aus. Ist richtig einfach, weiß nicht, glänzt so, glitzert. Die ganzen Kristallen und diese großen speziellen Kristallen, die sehen so aus wie die Weihnachtsschmuck, diese Weihnachtstannenbaumkugeln, was man so dran hängt. Und dieser Bilderrahmen, was ich schon mal gesagt habe, ja, die gibt es in jeder Karte. Und das ist quasi das Gemeinsame, was die vier Karten so zusammen macht, zu einer Serie quasi. Finde ich sehr hübsch mit diesen Sternen und runden Kristallen. Die Farbe von dem Bilderrahmen, von dem Rahmen ringsherum ist natürlich unterschiedlich. Hier ist es grün, aber die sind halt überall in jeder Karte da. Hier sind so die Glöckchen, die hübschen Glöckchen, das ist, finde ich, nicht am wenigsten schöne Karte, sondern am wenigsten bunte Karte. Weil hier ist nicht so, hier sind nicht so kontraste Farben. Quasi so rote Kristallen auf rotem Hintergrund. Natürlich sieht man nicht ganz so gut wie so bei dem Weihnachtsmann zum Beispiel, aber es sieht trotzdem schön aus. Vor allem diese Blume oben rechts. Finde ich sehr hübsch. Und die glänzen trotzdem übelst. Also wenn man das live sieht, natürlich ist es was anderes als jetzt hier in Kamera. Die glänzen wunderschön. Das war die dritte Weihnachtskarte und jetzt kommt die vierte und die letzte. Und das ist so ein Weihnachtselch oder wer ist das so, was ist für ein Tier, ein Reh oder so, ein Baby. Oh, diese Karte finde ich am schönsten. Am Anfang, wo ich sie gesehen habe, dass die Karte auch mit dabei ist, dachte ich mir, naja, das ist nicht so besonders hübsch. Aber im Endeffekt ist es wirklich jetzt meine Lieblingsweihnachtskarte. So was Hübsches und Niedliches und wieder grinst und diese Glöckchen und diese Schneeflocken, was da am Himmel zu sehen ist. Das sind ja alles Kristallen. Und diese weißen Blümchen, was so quasi wie großen Schneeflocken sind. Also ich finde die Karte wirklich am schönsten. Die mag ich am besten. Irgendwie ist die wirklich niedlich geworden. So, das ging auch ganz schnell mit den Karten.
An einem Tag habe ich sie gleich gemacht. Dann waren sie auch gleich fertig, weil pro Karte habe ich da vielleicht 15 Minuten gebraucht, maximal 20. Also das ist nicht so viel Zeit und nicht so viel Arbeit im Endeffekt gewesen. Und natürlich will ich sie noch lackieren. Ich weiß noch nicht ganz genau mit was, mit welchem Lack. Ich warte immer noch auf einen Tipp vielleicht von jemandem, wer das schon gemacht hat. Ich möchte auch nicht, dass dieser Glanz weggeht von den Karten. Deswegen, ich überlege es mir noch, aber ich lackiere sie auf jeden Fall noch. So, jetzt liegen die erstmal in den Umschlägen wieder. Und ja, diese kleinen Kärtchen, diese Bildchen, die hebe ich auf. Die klebe ich in mein Notizbuch rein. Einfach, dass ich weiß, dass ich hatte sie mal. Einfach so als Geschichte. Aus Interesse, dass ich dann irgendwann mal wieder gucken kann. Und so, naja, die habe ich auch schon mal gemacht. Die Kristalle natürlich auch. Mit denen mache ich auch was Schönes. Die werden bei mir auch als Deko verwendet oder so. Die schmeiße ich natürlich nicht weg. Ich packe sie dann in solche Tütchen mit Verschluss ein. Und finde schon was, was ich damit machen kann. Und jetzt wollte ich noch meinen neuen Prozess zeigen, mein neues Bild, was ich schon angefangen habe. Und zwar, tada, da könnt ihr sehen. Das ist mein neues Bild, Diamond Painting Bild. Wie man sehen kann, passt gerade so auf meinen Tisch. Ist richtig groß. Die Größe ist 55 mal 70 cm. Also, das ist bis jetzt das größte Bild, was ich gemacht habe. So, das ist dann so eine wunderschöne Fee mit einem Eisbär und einer Eule in so einem winterlichen Wald. Fand ich richtig hübsch, als ich das Bild gesehen habe. Ich dachte mir, auf jeden Fall muss ich das haben. Ja, und jetzt endlich mal, ich habe schon vor ein paar Monaten das bestellt und bekommen und jetzt endlich mal habe ich das angefangen. 49 Farben. Ja, das hat nicht auf eine Seite gepasst. Genau, aber ich habe alles nachkontrolliert. Alle Farben sind mit dabei. Alles, was hier auch eingegeben ist. Weiß nicht, ob die ganzen Kristalle reichen oder nicht. Das kann ich erst hinterher sagen. Aber die sind alle mit dabei. Alles, was hier auf der Liste steht. Genau. Wie ich schon gesagt habe, das ist das größte Bild bis jetzt. 55 mal 70 cm, was ich mal gemacht habe. Und es gibt ganz, ganz viele Kristallen dazu. Es gibt einen Haufen Kristallen. Das ist einfach mega. Ja, es ist echt viel. Die passen nicht in meine Dose. Die müssen erstmal in so einer Tüte drin bleiben. Ich habe sie jetzt alle in solche Tütchen eingepackt mit Verschluss. Und man kann sehen, es gibt am meisten natürlich Farben in Grün, Blau und Rosa. Also so lila. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Töne. Weil ja, man kann sehen, dieses Kleid, halt Bäume und Himmel. Ja. Deswegen auch so drei Farben, was hier am meisten zu sehen sind. Der Eisbär ist auch weiß auf dem Foto. Aber wie man sehen kann, es gibt nicht so viele weiße Kristalle. Also in Lila dachte ich, dass das Kleid eigentlich so rosa ist, wie auch auf dem Bild. Aber im Endeffekt ist es all mögliche Töne von rosa, rot und lila. Von Rosa ganz wenig, jetzt kann man sehen. Aber richtig, richtig viele Töne. Ich bin wirklich gespannt, wie das im Endeffekt aussieht. Auf jeden Fall nicht so wie auf dem Bild, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist auch normal, weil oft auf dem Bild die Farben, was man sehen kann auf dem Foto und dann live, die unterscheiden sich dann ein bisschen. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, das ist alles so rosa-lila Farben, Töne. Das ist echt krass. Das ist einfach eine Handvoll. Ansonsten dann die grünen und die blauen. Am meisten natürlich. Ja. Ganz normales, dieses Schüsselchen für die Kristallen, diese Klebemasse. Hier, für dieses Bild habe ich drei Schüsselchen genommen. Es wird irgendwie immer mehr. Beim letzten Bild hatte ich zwei. Jetzt habe ich wieder mehr. Jetzt habe ich drei. So ganz normaler Stift. Wollte mir was Besonderes machen, was Eigenes, aber bis jetzt kam ich nicht dazu. Ich habe auch im Internet gesehen, wie man solche Stifte selber macht, dass die auch so einzigartig sind und nicht so ganz Standard, ganz normal. Naja, irgendwann mache ich das, aber jetzt erstmal hatte ich keine Zeit, deswegen nehme ich diesen Stift. Und ansonsten, ja, erstmal nichts Besonderes. Ich habe auch schon mal gesagt, ich habe angefangen.
Ein Mini-Stückchen ist schon fertig unten links. Ich fange irgendwie immer unten links an, fast. Ich weiß nicht warum. So sieht's aus. So süße Pfoten kann man schon sehen. Ja, und die sind nicht unbedingt weiß, ja. Man kann auch ganz gut sehen, die sind nicht unbedingt weiß, aber ich glaube, das kommt noch, weil ich habe jetzt auch ausgerechnet, das ist im Endeffekt ein Zwölfter Teil, ein Zwölftel quasi von dem ganzen Bild. Also ein Mini-Stückchen ist fertig. Ja, das sind quadratische Kristallen. Hier kann man das gut sehen. Und die haben echt richtig gute Qualität. Die sind richtig fest, richtig glänzend. Die haben auch alle schöne Form. Bis jetzt habe ich nicht so viele defekte Kristallen gesehen. Wenn ich so näher zeige, da sieht man auch, dass bei dem Bär, da gibt es gar nichts Weißes eigentlich dabei. Ja? Da sind alle möglichen Farben, grün, grau, so rosa, aber nicht weiß. Aber im Endeffekt sieht es dann so aus. Das ist so Magie, so Farbenmagie. Ja, jetzt kann man ein bisschen mehr sehen. Ich will zeigen, wie die Leinwand aussieht. Die Markierung ist richtig gut. Da kann ich wirklich nicht meckern. Man sieht alles sehr gut, sehr schön. Man liest alles eindeutig. Kann man nicht verwechseln. Also da muss man ehrlich sagen, Qualität ist echt top. Es gibt auch keine Knicke oder keine so Luftstellen, wo Luft da unter dieser Klebeschicht ist. Also Qualität von der Leinwand ist echt toll. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall. Und so wird es dann quasi aussehen. Das ist dann so ein Bär und Trichter von dem Bär ist dann die Fee, die Waldfee. Ja, sehr viel habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube, das wird auch so ein Bild, was richtig lange dauert bei mir. Ich mache mich da auch nicht wahnsinnig. Ich werde dann nebenbei wahrscheinlich auch so kleinere Sachen machen, weil das Bild ist richtig groß. Zeit hat man nicht viel oder ich habe nicht so viel Zeit mit. Aber ich hoffe schon, dass ich im Winter das schon fertig habe und kann das irgendwo so richtig hübsch an der Wand hängen. Das zeige ich dann natürlich auch. Aber ich glaube, das dauert bei mir erstmal mit dem Bild. Weil so schnell bin ich auch nicht. Naja, das ist aber auch nicht schlimm. Ich habe ja genug Zeit, ich habe es nicht eilig. Ich habe es nicht irgendwie für jemanden. Jetzt mache ich auch für mich. Deswegen, ich genieße es einfach. Und natürlich freue ich mich auf das Endresultat. Ja, was kann man noch dazu sagen? So, jetzt zeige ich jetzt nochmal die Größe. So, genau, 55 mal 70 cm. Also wie man sieht, passt gerade so auf meinen Tisch. Also wenn ich noch ein größeres Bild bestelle, da habe ich echt ein Problem. Deswegen muss ich jetzt erstmal überlegen, ob ich noch größere Bilder bestelle oder nicht. Weil sonst habe ich einfach keinen Platz, wo ich die painten kann. Noch so ein kurzer Blick auf meine Steinchen, ob das Teil was schon fertig ist. Und ja, das war das, was ich heute zeigen wollte. Hoffentlich war es interessant. Hoffentlich hat euch mein Video gefallen. Ich werde mich natürlich über eure Kommentare und irgendwelche Fragen, Ratschläge übelst freuen. Natürlich nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, natürlich auch schön, werde ich mich freuen. Und bald sehen wir uns wieder. Ich bin Inessa, danke, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, alles Gute.